Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch jetzt das fertige Gartenjournal mitgebracht. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das wäre eine super Gelegenheit. Über Likes und Kommentare freue ich mich immer. Ich danke euch, ihr Lieben. Ja, ich bringe euch jetzt das fertige Gartenjournal mit. Ich habe euch ja schon auf die Reise mitgenommen, wie ich es gefertigt habe oder wie ich auf jeden Fall Teile davon gefertigt habe. Und viele, viele Teile davon werden jetzt neu für euch sein, weil ich euch da nicht mitnehmen konnte. Ich war nämlich so erkältet, dass ihr mich nicht verstanden hättet. Also Stimme weg, durchhängen. Aber hier und da habe ich es geschafft, am Tag ein bisschen an den Basteltisch zu gehen und einfach ein bisschen mit Kleber rumzupanschen, wie ich immer so schön sage. Ja, einfach mal so ein bisschen die Finger schmutzig machen. So, und es ist fertig. Es ist fertig. Und ich mag es schon fast wieder nicht aus der Hand geben, wie bei ganz vielen Büchern, die ich mache. Ich weiß ja auch, für wen es ist. Es ist für einen besonderen Menschen. Es ist für meine Tante, die heute ihren 70. Geburtstag feiert. Und ja, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Mein Tantchen ist auch so ein, ich sag mal so, liebevoll Happy-Tantchen. Bisschen wie ich, ein bisschen chaotisch und lebensfroh und liebt ihren Garten, liebt ihre Küche, ist sehr kreativ. So, und sowas Kreatives bekommt sie jetzt von mir auch. Ja, dieses Schatzi hat 3 Signaturen und ein schönes Dingeldangel, aber es ist ein Lesezeichen. Weil wenn man natürlich im Garten rumwuselt und sich das auf den Gartentisch legt und mal eben was schreiben will, will man vielleicht nicht unbedingt hier so ein Gepinsel irgendwie mit auf den Gartentisch legen. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall kann sie es abnehmen. Es ist ein Lesezeichen. Sie kann es natürlich auch für jedes Buch benutzen, wie sie lustig ist. Ich habe einfach ein paar Themen aus dem Buch aufgegriffen. Und diese wunderbaren Quasten hier, diese wunderbaren Bommel, habe ich auch noch gefunden. Und ich finde, die passen herrlich. Der eine ist immer so ein bisschen bockig und steht ab. Naja. So, legen wir mal unser Lesezeichen Dingeldangel beiseite. Und widmen wir uns mal dem Buch. Ja, ihr habt gesehen, wie ich Reispapier hier dekoupagiert habe. Ihr habt auch gesehen, wie das Buch zu Anfang aussah. Die schönen alten Sachen des Buches habe ich erhalten. Den Titel hier auch mit ein bisschen Dekoupage überklebt. Ja, zwischendurch ist mir hier der Buchrücken, und dieses Buch ist wirklich ein echt altes Schätzchen gewesen, ist mir hier der Buchrücken nach dem Einkleben aufgesprungen. Ja, dadurch, dass ich drin ja Leinenstoff habe, konnte ich hier einfach mit ein bisschen Gilding Wax und ein bisschen Kleber das Ganze stabilisieren, weil der Leinenstoff es zusammenhält. So, hier mit diesem schönen Schleifenband. Das ist doch relativ dick geworden, kann man sagen. Also dafür, dass es ein schmales, feines Journal ist, hat es doch ein bisschen Volumen bekommen. Also ein bisschen ist gut. Ich glaube, ein bisschen wird mein neues Lieblingswort. So, was ich hier erhalten habe, sind die echten alten Aufkleber. Das ist ein Buch aus Schweden. Aus dem Hofbuchhandel in Stockholm und auch das von dem Herrn Lindenberg. Es war auch ein Schwede, mittlerweile mit Sicherheit unser alter Schwede. Habe ich genauso gelassen, das Ex Libris, weil ich das einfach so schön fand. So, an diesen Paperclip kommt hier noch ein kleiner Gruß und eine kleine Bedienungsanleitung für Junk Journal. Den werde ich da auf jeden Fall noch dran klipsen, aber da geht euch nichts an. Das ist nämlich privat und ein Geburtstagsgruß. Insgesamt habe ich jetzt hier viele Sachen, also auch an dem Paperclip ist ein kleines Blümchen dran. Habe ich viele Sachen aus dem Edith Holden Buch, also aus, für jeden Monat habe ich auf jeden Fall eine Monatsseite irgendwie mit reingebracht. Und bin ich noch im Bild? Oh, fast. Und habe überall kleine Ausklappsachen und jedes Täschchen hat ein Kärtchen oder ein einen kleinen Notizzettel. Sowas habe ich dann hier drin. Und ja, man findet hier und da einfach kleine süße Karten, kleine süße Sachen, wo man was draufschreiben kann, wo man was hinterstecken kann. Na, Erdbeere, du wolltest doch ein bisschen weiter rein. Ja, so ist gut. Ja, und so ein paar Ranken hatte ich hier nochmal reingesetzt. Kärtchen, Briefumschläge, überall irgendwas, was man irgendwie auseinandernehmen kann. Und natürlich Pusteblumen. Ich liebe Pusteblumen. Ich habe versucht, ich habe es wirklich versucht,
Platz zu lassen für Schreiben. Also es ist ein Gartenjournal. Es ist ja nicht nur voll Garten, sondern es soll ja voll Tennisgarten werden. Dementsprechend habe ich hier versucht, Schreibplatz zu lassen und auch diese kleinen Texte und sowas nicht noch weiter zu gestalten, damit einfach wirklich ja die liebe Chino ein bisschen Platz für ihre Gartennotizen hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie immer, also sie versucht auch immer wieder neue Sachen einfach anzupflanzen, anzubauen, zu sehen, dass sie da vieles einfach mal aufschreiben möchte, wann sie was gesät hat, wann sie was ausprobiert hat, um dann zu gucken, wie es dann nach 1, 2, 3 Wochen oder vielleicht auch Monaten gelungen ist. Oder auch am Ende der Erntezeit mal Bilanz zu ziehen. Hey, hat sich das gelohnt? Hat das geklappt? Hat das funktioniert? Und lustigerweise sieht Tines Garten auch so ähnlich aus wie dieses Journal. Also wirklich nicht geradlinige Rabatten, sondern hier wächst was, dort wächst was, da ist ein Busch mit X und da hat sie mal gehört, dass Y gerne neben hast du nicht gesehen wohnt. So, und so bunt und vielseitig dieses Journal ist, so könnt ihr euch auch den Garten dort vorstellen. Der ist schön, also da steht auch ein kleiner Tisch und ein Gartenstuhl und da ist ein kleiner Brunnen. Ja, und an diesen ganzen Sachen ist da die Stallwand, wo dann einfach was dran rankt, also wo eine Klettergeschichte dran ist für Rankepflanzen, Brombeerstrauch, Weinreben. Und alles kunterbunt und schön und auch so praktisch. Also da ist einfach die Stallwand und dann ja, wachsen da auch Tomaten ein bisschen geschützt, weil sie einfach diese Wärme der Stallwand mit aufnehmen. Das ist nämlich ein Rote Ziegelsteinmauer, die natürlich in der Sonne schön warm wird. Ne? Das ist nämlich fast die, ja doch, müsste Südseite sein. Das heißt, diese Mauer wird warm und an dieser Mauer wachsen dann ja zum Beispiel Wein, Brombeeren und Tomaten herzlich gerne, weil sie es einfach da schön und gemütlich finden. Ja, und die leckersten Tomaten kriegt man ja einfach auch bekanntlicherweise, wenn es schön warm ist. Na, also gibt den Tomaten Wärme. Oh. Und schön anzusehen ist diese bunte Vielfalt sowieso. Ja, und das habe ich versucht hier mit diesem Journal einfach auszudrücken. Bunte Vielfalt. Ja, bunte Vielfalt und den eigenen Garten hier auch mit abzubilden vielleicht. Hier und da gibt es so ein bisschen, ja, so ein bisschen Text aus dem Naturschutz. Wieder schöne Pusteblumen, die dürfen nicht fehlen. Ja, und schön neben Tines Garten. Das ist so ein Teil von einem großen Hinterhof. Neben Tines Garten wohnen die Schafe. Das heißt, wenn man da im Garten sitzt und sich die Pflanzen anschaut, die Blumen, weil sie auch sehr schöne Blumen dort hat, dann hat man daneben einen Zaun und dahinter wohnen die Schafis. Und die sind auch alle sehr niedlich. Ich finde Schafe sowieso total witzig. Ja, und so kann man einfach auch mal die Hand über den Zaun strecken und ein paar Schafnasen streicheln. Das ist durchaus dort möglich. Ja, so, und jetzt kommen wir Richtung Ende. Also, wie gesagt, ich habe jetzt sehr fröhlich durchgeblättert. Und ich habe auch mit dem Cover gar nicht so schlimme, großartige Sachen angestellt, wie noch zusätzliche Taschen oder ähnliches, weil ich einfach diese Innenseite und dieses Decoupage total passend und schön fand. Genauso wie diesen Östermalms Buchbinderie-Aufkleber. Früher wurde jedes Buch mit Stolz signiert. Also deswegen gab es diese kleinen, süßen Aufkleber hier. Ja. Hätte den? Den habe ich nur Platz versetzt, der war nämlich hier. Nur da war einfach der Leinstoff im Weg. Das heißt, ich habe ihn vorsichtig abgeknibbelt, hier rüber versetzt. So, die Buchbinderei hat das Buch mit Stolz signiert mit ihrem kleinen Aufkleberchen. Und der Buchhandel hat das ebenfalls gemacht. Das heißt, jeder hat die Bücher damals mit Vorsicht und mit Stolz behandelt, weil die was Besonderes waren. Und Bücher waren früher super wertvoll, wo heute
einfach auch wirklich ja, die Taschenbücher fast verramscht werden oder auch ganz oft weggeschmissen werden. Gab es früher die Bücher, die wirklich liebevoll gebaut wurden, ne, einen super schönen Buchrücken hatten und ja, teilweise eine Bemalung, also früher, ganz früher eine Bemalung, hier ist das bestimmt irgendwie gedruckt worden. Aber einfach wurden die Bücher viel liebevoller hergestellt und behandelt, als sie es heutzutage werden. Ja, und ich denke, jeder Junk Journaler hat hier irgendwie so einen Hau, diesen Spirit wieder zum Leben zu erwecken und den eigenen Journals einfach wieder zu geben. Und mein Ansinnen ist dann immer, dass ich so was Schönes, Altes wie diesen Buchrücken erhalte. Also die Vorder- und Rückseite haben mir nicht so gefallen, aber hier die Ecken und der Buchrücken. Und dass das, ja, da schlägt mein Herz höher, wenn ich einfach sowas in der Hand habe und dann noch für was anderes Schönes benutzen kann. Hier ist jetzt kein schwedisches Buch mehr drin, hier ist jetzt ein Gartenbuch für Tante Tine drin. So, ja, und mit diesem Flip-Through endet die Serie von Tante Tines Garten. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich sehr, wenn ich euch bei den nächsten Videos wieder begrüßen kann. Und ich freue mich noch mehr, wenn ich von euch in den Kommentaren lese, wie es euch gefallen hat, ob ihr gerne wieder sowas sehen wollt. Ich habe heute viele unterschiedliche Projekte im Kopf und ich bin mal gespannt, welche ich alle wirklich umsetzen kann. Ich denke mal, einige davon werdet ihr bestimmt hier auf meinem YouTube-Kanal dann sehen. Und dies ist eines davon und dieses Kapitel, auch wenn ich jetzt ein bisschen sentimental und ein bisschen traurig bin, werde ich dieses Kapitelchen jetzt hier schließen, dieses Gartenjournal hübsch verpacken und heute Abend der neuen Besitzerin schenken. Und ich bin so gespannt, was sie sagt, wenn sie es auspackt. Ich vermute mal, dass sie ihr Geschenk mitnimmt und einfach morgen auspackt, weil es eine ziemlich große Feier ist und da ist bestimmt richtig Trubel und sie wird sehr viel zu tun haben. Trotzdem, ich bin gespannt auf die Reaktion und bin auch sehr gespannt, wie und ob sie es denn wirklich benutzt und sich traut, da was reinzuschreiben. So, ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, falls es was Neues gibt. Vielleicht teile ich euch einfach noch mit, dass sie sich total gefreut hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn sie sich freut, ganz klar. Ja, und vielleicht gibt es da von ihr eine Ergänzung oder auch eine Wiederholung. Weil ich glaube nicht, dass das das letzte Gartenjournal war, was ich jemals gemacht habe. Gut. Ihr Lieben, ich entlasse euch jetzt auch an euren Basteltisch und ich freue mich auf eure Reaktion. Bis demnächst in diesem Kino.